Also als Industriemechaniker ist eigentlich, wie es der Name schon sagt, Mechaniker der Großteil. Man macht Elektropneumatik und Pneumatik, das mit Luftdruck. Als ich dann meine Ausbildung angefangen habe, wo man auch im Voraus gesprochen hat, wie die Ausbildung ablaufen wird, da habe ich dann schon ein gewisses Bild davon bekommen, aber dass es so eigentlich wird, wie ich mir vorgestellt habe, war es nicht, sondern also ich finde, es ist besser geworden. Also im ersten Layer ist hauptsächlich der mechanische Teil. Dann im zweiten Layer geht es eher hin auf die Zwischenprüfung auch. Und nach der Zwischenprüfung ist es eigentlich hauptsächlich so, dass man langsam in die Abteilungen kommt und dass man einfach auch Verantwortung anfängt zu übernehmen. Ich darf sehr viel selber machen und wenn es irgendwas Schweres gibt, was ich zum Beispiel nicht kann, gibt es auch kein Problem, wenn ich dann zu meinem Meister gehe und sage, hey, ich kann das nicht, kannst du mir da helfen? Es gibt einfach immer was, wo man sagt, okay, das reizt mich und genau deswegen bin ich hier, weil ich mich eben engagieren will, dass ich noch mehr weiß und kann. Ich gehe sehr gerne auf die Arbeit und ich wüsste eigentlich keinen Betrieb, bei dem ich lieber wäre als hier.